Hallo, guten Morgen, liebe Naturfreunde. Ja, ich habe euch ja im letzten Video gesagt, dass ich oder dass mir ein neues Projekt startet. Ja, und wie sieht das Projekt aus? Das steht jetzt direkt hinter mir. Ja, wir haben uns einen VW-Bus, einen T6 zugelegt. Und ich möchte jetzt den so ein bisschen als Camper ausbauen. Allerdings so, dass er von außen nicht als Camper erkennbar ist. Ja, warum haben wir uns da dazu entschlossen? Ganz einfach, nach dem letzten Urlaub in Österreich hat uns das Campen wieder so angefixt. Und ich habe früher schon in jungen Jahren VW-Bus gefahren. Also ich habe angefangen mit dem T2 und habe mit dem T3 dann aufgehört. Ja, und jetzt war es mal wieder Zeit, mal wieder auf sowas zurückzugreifen. Zumal unser altes Fahrzeug nach 15 Jahren doch so manche Krankheiten jetzt gekriegt hat. Und dann hat sich das eigentlich sowieso gerade gut ergeben, sagen wir mal so. Ja, und wie ihr seht, hier steht das gute Stück. Das Fahrzeug ist jetzt ein Jahr alt. Also eine gute Substanz, um was draus zu machen. Aber wie gesagt, er soll von außen nicht als Camper erkennbar sein und auch sonst als Allround-Fahrzeug nutzbar sein und eben als Alltagsfahrzeug dienen. Eben, ich habe auch heute das Fahrrad dabei, denn ich fahre jetzt zu einer Firma, wo mir die Seitenscheiben und die Heckscheibe verdunkelt. Also das sieht ja bis jetzt noch so aus. Ich zeige es euch gerade mal. Die sind zwar schon etwas abgedunkelt, aber ich möchte sie so haben, dass man von außen nicht reinsehen kann. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Was ich schon dran verändert habe und was ich noch dran verändern werde, das zeige ich euch dann, wenn ich das Fahrzeug wieder geholt habe und der erste Schritt gemacht worden ist, dann die Scheibe zu verdunkeln. Ja, und dann geht es weiter. Und ihr könnt mit dabei sein, wenn euch dieses Thema auch interessiert. Also, in dem Fall fahren wir erstmal los und fahren in die Firma. Ja, Freunde, ich bin jetzt also bei der Firma angekommen. Und jetzt werde ich mal gucken, wo der Chef hier ist. Ja, und dann werden wir mal die Seitenscheibe verdunkeln lassen. Ich schnappe mir mittlerweile mein Rad, denn das dauert so 5-6 Stunden, haben sie gesagt. Ja, und dann mal gucken, das Wetter ist ja ziemlich bescheiden. Wenn es jetzt richtig gut gewesen wäre, wäre ich eine schöne Runde gefahren. Aber ich denke, ich fahre jetzt einfach Richtung Heimat, das sind auch etwa 30 Kilometer. Und komme dann heute Nachmittag, fahre ich wieder her. Oder wenn es regnet, soll mich meine Frau herfahren, die hat heute frei. Ja, und dann schauen wir uns mal das Ergebnis miteinander an. Bis dann. So, liebe Naturfreunde, das ist also das Ergebnis. Sieht super aus, muss ich sagen. Die haben das richtig toll gemacht. Einwandfrei. So gefällt mir das. Hab dann noch ein Dekor drauf, das habe ich ja vorne auf der Motorhaube auch, also links und rechts. Und die Scheiben sind richtig gut geworden. Sieht man also perfekt gearbeitet. Auch hinten genau das gleiche. So. Ja, und jetzt zeige ich euch einmal. So, was ich vorhab und was ich schon gemacht habe. Ja, da hinten sieht man jetzt noch nicht viel. Das Einzige, was ich jetzt hier gemacht habe, ist praktisch die mittlere Sitzbank raus. Und wie man sehen kann, hier habe ich so Abdeckungen drauf gemacht. Da sind ja normalerweise diese Sitzanker drunter. Da habe ich so Abdeckungen drauf. Und ich habe mir jetzt eine Bodenplatte gemacht, nur für dieses Teil hier, also nicht ganz durch, sondern nur hier. Dann ist das nachher eben, da mache ich dann nur einen Teppichboden drauf.
Ja, und danach ist das eine topfebene Sache. Und dann ist das gut. Den Originalboden habe ich drin lassen. Der ist etwa so hoch isoliert. Der ist sehr gut, der Boden. Und da braucht man also nichts machen. Ja, und so habe ich das gemacht. Und da kommt jetzt nur die Platte drauf. Und vor allen Dingen, das kann man alles wieder rückgängig machen. Ich brauche die bloß wieder rauslupfen. Ich mache die hier mit den zwei Anker, die vorher drin waren. Die mache ich wieder drauf, dass man auch mal was verzurren kann. Mit dem schraube ich die Platte fest und dann ist das gut. Hier hinten sieht man, da habe ich dieses Seitenteil weggemacht, habe es gefilzt. Und dann ist hier eine Schiene, eine Tischgleitschiene dran. Das heißt, da kann man nachher einen Tisch einhängen und mit einem Klappfuß und kann den da einhängen. Dann hat man hier einen Tisch. Hier kommt noch eine Box hin mit einem Polster drauf. Die kann man auch wieder raus oder reinnehmen. Und so kann man dann praktisch hier mit 3 oder 4 Personen bequem drin sitzen. Ja, das ist schon mal Punkt 1. Ich habe ja gesagt, ich will dieses Fahrzeug eigentlich mehr als Alltagsfahrzeug und will nicht, dass es also auch gleich als Camper erkannt wird. Und ich habe da lang hin und her überlegt, wie mache ich das mit dem Schlafen. Ja, es gibt ja im Internet, im YouTube auch viele, die an so Busle basteln und die praktisch, der eine macht so, der andere macht so. Es gibt also zigerlei Lösungen. Ich habe mir ein paar verschiedene Systeme angeschaut und habe mir dann aus ein paar Systemen eine eigene Idee entworfen, so wie sie für mich, denke ich, am besten ist. Ja, und das werde ich jetzt eigentlich noch einmal kurz erklären, wie ich das gedacht habe. So, beginnen wir beim Heck vom Fahrzeug. Also, ich habe ja gesagt, ich möchte auf jeden Fall diese hintere Sitzbank drin lassen, weil die brauchen wir doch immer wieder einmal, um die praktisch in die Schlaffläche zu integrieren. Es ist ja so, dieser Bus, das ist ja der Transporter, der hat ja nicht dieses Schienensystem wie der Multivan, wo man also die Bank hin und her schieben kann. Das ist natürlich ganz praktisch, das geht hier nicht. Aber ich habe dafür eine andere Lösung gefunden. Das heißt, ich kann, wenn ich diese Rückbank umklappe, habe ich mir hier so eine Konstruktion gemacht aus Alu. Pressprofile. Das verbleibt im Fahrzeug und zwar kommt hier ein Brett drauf. Das wird dann auch gefilzt. Dann sieht es nachher aus wie eine Hutablage. Ich habe hier unten Stauraum. Ich kann hier unten auch lange Sachen durchladen und das kann immer im Fahrzeug verbleiben, weil das stört nicht. Das sieht dann nachher, wenn es fertig ist, aus wie eine Hutablage und ein normaler Kofferraum. So. Wenn man dann wieder hier reinguckt, wie gesagt, die Rückbank kann man umklappen und dann kommt praktisch hier das nächste Brett drüber und noch einmal eins, also ein zweiteiliges, das geht dann etwa bis hierher, so ungefähr, das sind 1,85 Meter, das reicht für uns und dann kann man nachgehen und da eine Matratze drauflegen oder eine Isomatte oder keine Ahnung was. Und kann dann das als Schlaffläche benutzen. Da hat natürlich 2 schraubbare Füße drunter. Den Tisch kann man ja dann auf die Seite schieben oder ganz wegmachen. Ja, es gibt ja also viele Konstruktionen, wie ich vorher schon gesagt habe. Unter anderem gibt es auch Hersteller, die machen dann für den Kofferraum solche Boxen aus Holz, wo man dann auch so umklappen kann. Wie beim VW Caddy sieht man das vielmal. Das System ist gut, aber mir hat es nicht gefallen, weil zum einen, ich finde nichts Passendes extra für den Transporter, weil die Sitzbank relativ weit hinten ist. Also die müsste dann schon ein Stückchen weiter vorne sein, dass diese Box passt. Und dann war es natürlich auch so eine Holzbox, die kostet so 1000 bis 1500 Euro und das ist mir schlichtweg zu teuer. Ich habe da eine elegantere Lösung eben gefunden, wie ich euch vorher gezeigt habe, mit diesen Alu-Pressprofilen.
Ich habe das genau ausgemessen, habe mir die zurechtschneiden lassen, die haben das fix und fertig geschickt. Ich habe es dann nur noch zusammenmontieren müssen. Ja, und es fällt auch überhaupt gar nicht auf. Und mit diesen Alu-Pressprofilen, da kann man ja noch verschiedene Sachen ranmontieren. Ich kann das seitlich zumachen. Ich könnte zum Beispiel jetzt auch hingehen. Gehen wir mal rüber und können praktisch dann hier an der Seite Schwerlastauszüge hinmachen und könnte Schublade reinmachen, zum Beispiel. Das möchte ich aber gar nicht. Also ich möchte schon so offen lassen, weil da kann man ja dann diese Euroboxer reinstellen. Aber das wäre jetzt eine Möglichkeit, was man noch machen könnte. Ja, und ich finde es einfach für mich so richtig praktisch. Befestigt habe ich das hier. Da waren vorher diese Verzurrpunkte drin. Da habe ich dann einfach diese Punkte genommen, um das am Fahrzeugboden zu befestigen. Das ganze Ding ist also richtig stabil und massiv. Da geht also nichts. Das kann also auch nirgends bei einem Unfall irgendwie durchs Fahrzeug fallen. Da vorne habe ich das so gemacht. Das ist ja auch wieder so ein Punkt. Da habe ich dann natürlich auch gleich noch diese Verzurröse mit dazu angeschraubt, denn ich möchte ja auch mal vielleicht das Fahrrad mitnehmen. Das bringe ich nämlich gut hier rein und kann es dann eben, auch wenn nachher der Boden drin ist, mit denen Punkte habe ich immer noch hier die Möglichkeit, etwas zu verzurren. Ja. Und jetzt machen wir mal weiter. Also wie gesagt, ich bin jetzt dran. Ich mache jetzt hier, Moment, ich schwenke mal hier rüber. Hier mache ich jetzt aus Karton ein Modell für die hintere Platte im Kofferraum. Der erste Teil, hier liegt schon eine Platte drunter, da nehme ich 18 mm Multiplex sind das Birke. Und die verwende ich jetzt praktisch hier für die gesamte Schlaffläche. Ja, was ich auch noch montiert habe, das seht ihr da hinten, ist die Dachreling. Die war auch nicht dran. Die habe ich auch jetzt nachträglich montiert. Das ist easy einfach. Da sind nämlich im Dach schon die Schrauben drin, die Befestigungen. Da braucht man die bloß rausdrehen und befestigt das dann hier drauf. Ich habe die deshalb gemacht, eben weil ich noch vom alten Fahrzeug einen Thule-Grundträger habe, also diese zwei Querträger. Und die habe ich natürlich behalten, wo ich das Auto hergegeben habe, und habe gedacht, die verwende ich hier am Bus auch. Und das ist ganz praktisch, weil man hat immer noch die Option, wenn einmal der Platz nicht reicht, ich kann eine Dachbox drauf machen oder ich kann mal lange Gegenstände transportieren, die ich hier gar nicht reinkriege. Und ja, ich denke, das ist ein ganz sinnvolles Zubehör und zwar auch nicht teuer. Also das hält sich alles in Grenzen. So, liebe Naturfreunde, ich bin jetzt hier bearbeitet der Liegefläche. Es gibt so einzelne Elemente, die nachher zusammengesteckt werden, dass ich im Bus dann eine schöne Liegefläche habe über die umklappbare Sitzbank. Ja, und ich habe jetzt das alles hier so mit der Lochsäge rausgeschnitten. Zum einen hat es die Bewandtnis, dass es leichter ist. Und zum anderen, dass Luft an die Matratze kommt. So sieht es aus dann. Und jetzt schleife ich die eben gerade aus. Ja, und hier seht ihr das andere Element, das noch zu bearbeiten ist.
Ja, liebe Naturfreunde, ich bin jetzt wieder ein schönes Stück weitergekommen mit meinem Do-it-yourself-Projekt hier. Und ich zeige euch mal, was bisher wieder gelaufen ist. Also ich bin jetzt so weit, dass ich einen Tisch, die Innenausstattung so weit fertig habe und auch die Liegefläche ist so weit fertig. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie das genau funktioniert. Also wenn man jetzt hier reinschaut, ins Fahrzeug selber, habe ich jetzt den Holzboden drin und zwar eben nur hier vorne dieses Stück, das reicht. Ja, weil hinten brauche ich keinen Holzboden, das ist ja Quatsch, das ist ja Transport, Kofferraum praktisch. Ja, das ist ein Zentimeter starke Multiplexplatte und die habe ich ausgeschnitten, dass sie schön da reinpasst. Vorne ist sie befestigt mit der Originalbefestigungspunkte, die ja vorher schon drin waren, dass die Platte fest ist, da drüber auch. Und hier sind da unten ganz einfach nur solche Steckstifte, so Splintstifte drin, damit die Platte hier hinten auch fest drin sitzt. Und jetzt kann man also hingehen, wenn man jetzt wieder die mittlere Sitzbank reinmachen will, braucht man bloß die Stifte ziehen, die Schrauben lösen, dann kann man die ganze Platte praktisch rausnehmen und man hat die Originalbefestigungspunkte da wieder drunter. Ich habe die Platte hier überall, wo diese Sitzanker drunter sind, ausgeschnitten und der Teppichboden, der liegt hier nur drüber. Also hier kann man es fühlen, wo diese Punkte sind. Ich habe ja da praktisch zuerst solche Abdeckungen drin gehabt. Die waren aber nichts, die habe ich wieder rausgemacht und zurückgeschickt. Die haben nicht gehalten. Die sind, sobald man die berührt hat, sind diese Abdeckkappen, die über den Sitzanker waren, weggegangen. Und dann habe ich gesagt, nö, das kann ich nicht brauchen. Und ich bin jetzt hin, habe mit so einem Hartschaum so Streifen rausgeschnitten und habe die da reingesetzt, dass da zu ist. Erstens mal, damit kein Dreck reinkommt und damit es da im Teppichboden in der Vertiefung kein Loch gibt praktisch. Und so merkt man da gar nichts, ist alles eben. Die Platte habe ich diese Stärke gewählt, weil damit es nachher eben ist, weil diese Sitzanker, man kann es ja hier erkennen, die gucken ja hier ein bisschen hoch, das ist etwa gerade ein Zentimeter. So sieht es ja überall darunter aus. Und somit ist das wunderbar, eben man merkt es überhaupt gar nicht. Man könnte theoretisch jetzt auch den Teppichboden ausschneiden an dieser Stelle und könnte den Boden drin lassen. Man könnte die mittlere Sitzbank ja trotzdem reinmachen, aber das will ich nicht. Denn die werden wir so gut wie nie brauchen. Und ich möchte auch keine Löcher im Boden haben. Also da würde ich lieber die Platte rausnehmen und falls es mal nötig wäre, um diese mittlere Sitzbank wieder reinzubauen. Ja, hier hinten kann man sehen, ich habe diese Seitenteile habe ich rausgemacht. Ich gehe mal ein wenig weiter rein und habe die gefilzt. Das habe ich euch letztes Mal, glaube ich, schon gezeigt, dieser Radkasten. Das hintere Stück hier, das muss ich noch machen. Das fehlt jetzt noch. Das muss ich noch überfilzen. Und dann habe ich hier so eine Schiene befestigt. Und zwar zum den Klapptisch einhängen. Und diese Schiene und dieses ganze System, ich zeige es euch mal hier am Tisch selber, diese Halterungen, dieser Tischfuß, das kann man also alles bestellen im Internet bei so einem Camping-Zubehör, wo man lauter Sachen kriegt, um solche Fahrzeuge auszubauen. Da kriegt man also wirklich alles und da kriegt man auch dieses Schienensystem. Ja, und ich habe hier solche Muttern eingenietet, wie man hier sehen kann. Das ist also verschraubt. Die sind M5, die passen nämlich genau in die Originalbohrungen, wo vorher diese Steckkappe drin waren, um diese Seitenteile hier zu befestigen. Und somit braucht man also auch überhaupt gar nichts bohren. Die Schiene passt genau daher. Ja, und wie man den Tisch einhängt, das zeige ich euch jetzt. So, also wie gesagt, die Tischplatte, die ist 60x40 ein Zentimeter stark, reicht voll und ganz schön leicht. Hier ist ein Klappfuß dran.
So, und dann hängt man das hier in dieser Aluminiumschiene ein. Und schon ist das ganze Ding erledigt. Das kann man hier unten noch schließen. Und somit ist das fest. Und dann können wir hier sitzen. Einmal frei, das reicht. Hier kommt ja noch die Sitzbox hin, dass da auch noch jemand sitzen kann. Und dann kann man hier drin also locker zu dritt oder zu viert sitzen. Ja, und beim Rausmachen natürlich umgekehrt. Hier aufmachen, gerade wieder aushängen. Das Ding wieder zusammenklappen. Und fertig. Das war's. So, und jetzt zeige ich euch, wie man das Bett aufbaut. Schritt 1. Rückenlehne umklappen. So, und jetzt haben wir hier die Bretter. Das ist das erste, das man reinmacht. Und da habe ich jetzt hier so Fachträger ran gemacht, drei Stück, denn die greifen hinten in das Aluprofil, dass es nicht nach vorne rutschen kann. Die habe ich jetzt also lackiert zweimal. Das kommt also jetzt als erstes rein. Das hängt man also nur hier ein, drückt es runter und schon hält es und kann nicht mehr nach vorne rutschen. So, und das zweite. Die zweite Platte, das ist die hier, da habe ich ein handelsübliches Scharnier hingemacht, zwei Stück, hängt man nur ein und die Füße, die das Ganze vorne abstützen, schraubt man von unten hier hin. Da habe ich so Einschlagmuttern hier oben reingemacht. Ich habe das alles noch mit dem Filz, was ich übrig habe, abgeklebt, damit die Matratze, die da später drauf kommt, nicht auf diese Metallteile scheuert. So, dann machen wir das Teil rein. Na, muss ich mal gucken, dass ich das gleichzeitig erwische. Zu zweit ging es besser. Na. Jetzt. So. Somit wäre jetzt die Liegefläche fertig und jetzt kommen nur noch die Stütze drunter. Da habe ich mir zwei solche Rundhölzer, das ist Buche, gekauft, habe die auf Länge geschnitten und habe hier so eine Gewindestange reingemacht und die schraubt man jetzt praktisch hier von unten an. So, einmal fest, dann das hintere, genau dasselbe, hier wieder rein. Und fertig ist die Liegefläche. Wunderbar, eine Liegeprobe. Ha, perfekt, perfekt. Wunderbar. Passt genau. So, und hier kommt jetzt dann praktisch noch eine Matratze drauf. Beziehungsweise, wenn man nur übers Wochenende wegfährt, reicht auch, wenn man hier drei Isomatten hinlegt, die man auch sonst im Zelt verwendet. Das geht genauso, also man ist hier flexibel. Aber wie gesagt, es kommt Matratze. Die müssen wir noch machen. Ja. Aber ansonsten ist das Ganze ganz okay. So, und umgekehrt natürlich, klar, hier die Füße wieder rausschrauben. Und so baut man das dann auch wieder ab. Einmal. Geht also ratzfatz. Zweimal. So, und dann wird das wieder raus gemacht. So, das ist Nummer 1.
Ich stelle das mal hier hin. So soll es nachher auch transportiert werden. Ich muss hier noch was machen, eine Konstruktion machen, dass man das fest hier die beiden Platten hinmachen kann. Denn ich kann sie ganz hintere machen, weil da habe ich zu wenig Platz zum Hinter drauflegen, weil ja hier diese Ausschnitte drin sind. Also müssen die Platte praktisch hier transportiert werden. So, und dann, na, geht ein wenig schwer, so, und schon haben wir wieder unsere Sitzbank. Perfekt, easy, einfach und von außen nicht als Camper erkennbar. So, jetzt gehen wir aber noch mal kurz hintere. Okay. Das ist jetzt praktisch hinter drin der Kofferraum. Hier habe ich diese Platte gefilzt, denn das Element hier bleibt ja drin. Dann hat man praktisch hier eine Ablage. Hier kann man Boxen oder wir haben jetzt da den Einkaufskorb drin reinmachen. Und das ist praktisch die dritte Platte, die gleichzeitig nachher mit als Liegefläche dient. Ja, und da habe ich, zeige ich das mal. Da ist praktisch diese Nut drin von diesem Alu, wo diese Fachträger, die ich da verwendet habe, gerade reinpassen. Die passen ganz genau und somit kann die zweite Platte nicht verrutschen. Ich zeige euch das nochmal im Detail. Also hier, das sind ganz normale, handelsübliche Fachträger. Die habe ich noch gehabt, gerade 3 Stück. Fachträger, das sind praktisch diese Teile, die man in den Schrank rein macht, zum diese Fächer rein machen. Ja, und dann kommt das nächste. Das nächste wird diese Box hier sein, die dann praktisch hierher kommt, wo man drauf sitzen kann. Die geht etwa bis daher. Ich habe die Box schon fast fertig. Und wo dann auch ein Polster drauf kommt. Ja, und dann kommt als letztes eine Küchenbox. Und zwar, da habe ich mich jetzt mal ein bisschen damit befasst, habe einige Sachen gesehen, auch im Internet und so weiter. Ich wollte zuerst eine Aluminiumbox nehmen, das habe ich nämlich auch welche hier, aber die Lösung ist nicht optimal, weil da alles von oben befüllt werden muss und das passt mir nicht. Wenn ich möchte, dann auch den Kocher draufstellen und jetzt braucht man irgendwas. Nun muss man das Gelumpe wieder abräumen und muss den Deckel wieder aufmachen und nee, ist nicht so optimal. Ich möchte eine Lösung und da habe ich auch eine gefunden, wo man praktisch von vorne die Front aufmacht und dann kann man den Kocher oben drauf lassen und kommt in der Front, wie bei einem normalen Küchenblock auch, an die ganze Sache ran, die man haben möchte. Sei es Teller, Tasse, Gewürze und so weiter, was man halt so braucht. Das habe ich mir jetzt bestellt. Das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her absolut top. Kann ich günstiger fast nicht selber machen. Ich muss es nur zusammenbauen, klar. Aber was das dann ist, das sage ich euch dann, wenn es soweit ist. Ja, das war es jetzt einmal vorläufig. Wie gesagt, die Box wird jetzt als nächstes gemacht und dann kommt die besagte Küche dran. Und dann sind wir von der Grundausstattung fast fertig. Wie gesagt, nur ein paar Kleinigkeiten. Ich möchte jetzt eben hier nur Konstruktion machen, damit ich diese Platte hier stehen lassen kann. Ich habe ja hier sowieso keinen Durchgang, ist ja doppelte Sitzbank drin. Für die Beifahrer und dann möchte ich das so machen, dass man die Platte hier belassen kann, hier die Box davor stellt, die Sitzbox, die ist ja auch flexibel und aber so, dass das auch hält, dass wenn irgendwas ist, dass das nicht im Fahrzeug rumpoltert oder so. Das muss dann auch, da muss ich mir jetzt noch was einfallen lassen, wie ich das so mache, dass das dann auch fest installiert ist. Ja. An dieser Stelle war es das mal vorläufig. Dann sehen wir uns bei der nächsten Action.